Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal ein Video zu einem dankenswerterweise mir mal kurz ausgeliehenen Gegenstand. Das heißt, mir gehört der nicht. Das heißt, es ist auch immer noch keine Werbung, weil keine Kooperation mit dem Hersteller und so weiter und so fort, obwohl der Hersteller toll ist. Aber es ist meine Meinung. Ja, ist nicht, weil er mich dafür bezahlt hätte, das zu sagen. Und zwar dieses Zelt hier von dieser Firma. Und dieses Zelt konkret, das Rogen, Hilleberg Rogen, dazu ganz kurz, ich will es auch gleich aufbauen und nicht vorher allzu viel erzählen. Das heißt deswegen Rogen, weil es ist ein freistehendes Zelt und das Rogengebiet ist eine Endmoränenlandschaft in Schweden. Das heißt, da liegen überall Steine rum, ich weiß es, ich bin mal 3 Tage durchgelaufen und sehr, sehr mühsam da einen Zeltplatz zu finden. Das ist also nahezu unmöglich, weil man halt nirgendwo mit einem normalen Abspann notwendigen Zelt, sehr schwierig einen Zeltplatz zu finden, weil du kriegst keine Heringe in den Boden. Und das ist nur sehr, sehr mühsam und müsstest dir dann 12 Steine suchen, an denen du deine jeweiligen Abspannschnüre festmachen kannst. Das funktioniert nicht. Ein paar Heringe muss man bei einem abspannbedürftigen Zelt einfach in den Boden kriegen können, sonst geht es irgendwann tatsächlich nicht mehr. Und in solchen Landschaften, zum Beispiel auch eben im Bereich des Bergsteigerei, dass man dann irgendwo auch weiß, man ist da im hochalpinen Gebiet unterwegs und wird da mit Sicherheit nichts finden, wo man großartig Heringe in den Boden bekommt, jedenfalls nicht allzu viele. Da sind so freistehende Zeltkonstruktionen ein großer Vorteil. Die haben noch diverse andere Vorteile. Sie haben auch ein ganz paar Nachteile. Nachteil Nummer 1, man braucht fast immer 2 Zeltstangen. Und wenn die dann ein bisschen lang sind, da kommt noch mehr. Ah, hier ist das Ende. Dann ist das schon eine Menge Material, was man da in der Gegend rumschleift, auf gut Deutsch, man hat schweres Gestänge. Ja, dafür ist es ein freistehendes Zelt. Seltene Ausnahmen, wo es sehr leichte freistehende Zelte gibt, die haben dann, ja, also es gibt so ein paar Beispiele, wo die schon sehr toll sind, obwohl sie freistehend sind und nicht viele der Nachteile haben, die die meisten freistehenden Zelte haben. Aber ich will jetzt keine Marktanalyse von Zelten machen, sondern was zum Rogen erzählen. Und dadurch, dass das halt eben freistehend ist, ist es für solche Gebiete wie das Rogengebiet eben gebaut. Ja, Lieferumfang sind einmal diese 2 Stangen. Ich habe sie schon zusammengesteckt. Man kann sie natürlich auch auseinandernehmen. Dann gibt es noch eine kürzere Stange, die ist zum Abspannen der Apsiden gedacht. Sehen wir gleich. Ich weiß übrigens nicht, wie man das Ding aufbaut. Das heißt, ich mache jetzt hier gleich Blindaufbau. Habe mir keine Gebrauchsanweisung angeguckt. Dann haben wir hier Heringe. Das sind die leichtesten Heringe im Hilleberg-Sortiment. Die haben so ein dreieckiges Profil. Und Mücke. Habe ich sie jetzt gegessen? Ich glaube schon. Egal. Jedenfalls kann man die in beliebige Richtungen im Boden stecken und muss sich nicht drum kümmern, weil sie halt so ein dreieckiges Profil haben. Wo ist jetzt die Hohlkehle und wo ist die andere Seite und so weiter und so weiter. Davon müssten, glaube ich, 10 Stück im Lieferumfang enthalten sein. Mal gucken, ob man schon welche verloren hat. Und des Weiteren haben wir einen, ja, den Zeltstängebeutel, ja, mit einem Ersatzsegment. Also hier ist ein Stangensegment noch drin als Ausgleich plus eine Reparaturhülse, mit der man ein gebrochenes Segment reparieren könnte. Viel mehr Reparaturmaterial habe ich jetzt nicht gefunden, aber das kann auch sein, dass er das einfach daheim gelassen hat. Das weiß ich nicht. Das ist nochmal der Sack und das eigentliche Zelt. Das sieht im Moment noch so aus. Das werden wir aber jetzt natürlich aufstellen. Das Rogen wiegt 2,1 Kilo, realistisch betrachtet, als Durchschnittsgewicht ungefähr. Wenn man ein paar Sächelchen, wie zum Beispiel den Gestängebeutel, zu Hause lässt, dann kommt man auf 2,07 Kilo höchstens. Höchstens niedriger kriegt man das, glaube ich, nicht. Nach dem, was ich jetzt bisher so im Internet recherchiert habe. Wie gesagt, persönliche Erfahrung habe ich nicht allzu viel. Tatsache ist auch, was man nicht vergessen darf, ist man mit einem Zelt lange unterwegs, dann wird es irgendwann wieder ein Ticken schwerer, weil halt irgendwann ist das Ding wenigstens mal staubig. Ja, und Staub mag im ersten Moment nicht viel wiegen. Über die gesamte Fläche eines vergleichsweise großen Zeltes wiegt es irgendwann doch was. Und das gleicht dann zumindest solche Gewichtsverluste von 30 Gramm sehr schnell wieder aus. Und wenn das Zelt nicht ganz hundertprozentig trocken verpackt wird, dann ist da auch ganz schnell eine Menge Wasser, die dann noch irgendwie am Zelt haftet, was man auch mitschleppen muss und solche Dinge.
Ja, also das alles nicht vergessen bei den Gewichtsangaben. Es ist ein Zwei-Personen-Zelt. Kostenpunkt sind sowas um die 1000 Euro. Das ist ein Hilleberg-Zelt. Hilleberg ist Zeltpapst. Die können solche Preise verlangen. Und ja, es gibt Leute, die sowas dann kaufen. Für den einen oder anderen völlig ungläubig und bekloppt, mit Sicherheit. Für den einen oder anderen, der eins besitzt, wahrscheinlich nachvollziehbar. Und der wird Stein und Bein schwören, dass er gute Gründe hatte, so viel Geld für sein Zelt auszugeben und jetzt unglaublich glücklich mit dem Ding ist. Muss ja letztendlich sowieso jeder selber wissen. Ich möchte jetzt nur keine Diskussion über völlig überzogene Zeltpreise losbrechen. Völlig überzogen sind sie sicherlich nicht. Hilleberg-Zelte gehören mit Sicherheit zu den weltbesten Zelten, die man irgendwie haben kann. Die haben eine sehr, sehr lange Haltbarkeit und sind wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich unverwüstlich, qualitativ über jeden Zweifel erhaben. Und perfekte Qualität ist im Gegensatz zu nur in Anführungszeichen sehr guter Qualität nochmal erheblich teurer. Ob man perfekte Qualität für sich selber wirklich benötigt, ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn man ein Hilleberg-Zelt kauft, dann hat man sie zumindest. Ja, und es gibt durchaus Leute, die das schön finden. Kann ich auch echt nachvollziehen. Gerade bei Gegenständen, bei denen es durchaus um Leben oder Tod gehen kann, hält das Zelt oder hält das Zelt nicht. Wenn das Zelt nicht hält, hast du möglicherweise ein wirklich, wirklich schwerwiegendes Problem. Je nachdem, wo du dich befindest, hält das Zelt doch, ist alles in Ordnung. Ja, das ist einem vielleicht ein paar hundert Euro extra wert. Vielleicht. Muss nicht, kommt drauf an, was man vorhat. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja? So, ich baue es mal auf. Und dann gucken wir uns genauer an. Ach so, was ich noch dazu sagen muss. Kollege, der Zelt abgeladen hat, bei mir dankenswerterweise für einmal kurz aufbauen und einmal kurz angucken und einmal kurz Video drüber machen, ist gerade jetzt auf Tour, macht bei uns nur einen kleinen Zwischenstopp, ist jetzt 8 Wochen unterwegs, hat davon 6 Wochen in dem Zelt gepennt. Das heißt, es ist wirklich genutzt, definitiv. Er hat mir auch noch ein paar Eindrücke mitgegeben, die ich euch auch mitteilen kann. Und also es ist nicht fabrikneu und so weiter und so fort. Und nicht mit schönem, frischen Fabrikaroma ausgestattet, sondern wirklich direkt aus der Nutzung, aus dem Praxiseinsatz. Das wäre vielleicht nochmal wichtig dazu zu sagen. So, aber jetzt versuche ich es wirklich mal aufzubauen. So, ein paar Takte und ein paar Kommentare zum Aufbau. Also zunächst mal Stelle natürlich freiräumen, das habe ich hier schon vorher gemacht. Dann Zelt ausbreiten, das hat man entsprechend schön vorher natürlich zusammengewickelt. Ich habe es auch schon frühzeitig aus der Packung entnommen, beziehungsweise aus dem Sack. Dann hat man die beiden Stangen, die man sorgfältig zusammenstecken sollte und nicht übereilt. Und dann müssen die durch die Gestängekanäle. Das mal auch ein bisschen vorsichtiger, als das wahrscheinlich bei der Qualität sein müsste, aber ist ja nicht mein Zelt, daher im Zweifel immer vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und beide Stangen sind gleich lang, es ist also auch egal, welche Stange man wo reinsteckt, die sind jetzt nicht irgendwie farblich markiert, dass die linke nach links müsste und die rechte nach rechts und so weiter. Immer gucken, dass das dann auch schön hinten in der Halterung drin steckt und die Spanner für die Stange sollte man ein wenig anziehen bzw. beim Abbauen dann wieder lockern. Die haben so kleine Spannerchen an dem Stelle, wo man sie einbaut. So, und jetzt ist das wie gesagt ein freistehendes Zelt und kann in dem Zustand, wie wir sie jetzt sehen, theoretisch beliebig von A nach B getragen werden. Es steht ja auch schon so da, man kann da jetzt so auch schon rein und so schon drin hocken und da braucht es eigentlich wirklich gar nichts mehr, um auch auf diesem Wege einen super schnellen Wetterschutz mal eben schnell aufbauen zu können. Gerade wenn man das ein bisschen übt, dann schafft man das in 90 Sekunden, anderthalb Minuten, ja, 2 Minuten 30, irgendwie sowas um den Dreh, wenn man jetzt zu blöd ist, so wie das bei mir der Fall ist. So, jetzt habe ich leider keinen Schimmer, wie man genau diese Querstange hier jetzt noch anbringt, die dafür da ist, damit die Apsiden ein bisschen mehr Spiel haben, beziehungsweise ein bisschen mehr abstehen und das Ganze mehr so eine, ja, geodätische Form bekommt und weniger wie eine einfache gestauchte Kuppel aussieht. Das heißt, es gibt dem Ganzen noch etwas mehr Form und verbessert das Raumangebot, wenn man das Ding da drin verstaut bekommt. Ich erzähle gleich nachher noch, was ich jetzt die paar Mal, die es nicht geklappt habe, falsch gemacht habe.
diesmal hat es jetzt funktioniert und damit ist das Zelt auch beinahe aufgebaut. Wie gesagt, so hätte man jetzt schon einen prima kurzfristigen Regenschutz, wenn man sich einfach nur mal kurz vor einem Schauer verstecken möchte. Mindestabspannung für drin schlafen wäre natürlich, dass man die beiden Apsiden noch abspannt. Das mache ich jetzt hier gerade. Das heißt, einfach davor gucken, dass die ein kleines bisschen unter Spannung abgespannt sind. Und bei Wind verändert sich natürlich die Aufbaumöglichkeit dahingehend, dass man halt irgendwo irgendeinen Hering festmachen sollte, damit einem nicht das ganze Zelt davonfliegt und man dann gegebenenfalls, wenn es ganz dumm läuft, da hinterher rennen darf durch eine unzugängliche Landschaft und versuchen, sein Zelt wieder einzufangen, das gerade zum Drachen geworden ist. Das heißt, aber gut, das wäre jetzt für Deutschland sicherlich kein Problem. Aber in Skandinavien kann das durchaus passieren. So, und da ist die Apsis jetzt auch abgespannt und damit haben wir es dann auch. So, und damit steht das Ding dann jetzt auch nach ein bisschen Rumgetüftel meinerseits. Ja gut, aber wie gesagt, ich hatte auch vorher mir gar nichts angeguckt. Das Problem ist vor allen Dingen die Stange, die hier anfängt und da hinten aufhört und dann nochmal dafür sorgt, dass eben die Giebelchen der Apsiden noch ein bisschen weiter außen stehen und man noch etwas mehr Platz eben in den Apsiden dann mit dieser Stange zusätzlich entsprechend bekommt. Das kannte ich noch nicht, habe ich in dieser Form das Aufbauprinzip auch noch nicht gesehen gehabt bisher, ist aber ganz einfach. Es gibt tatsächlich einen durchgehenden Gestängekanal, der auf dieser Seite anfängt. Den habe ich zuerst nicht gefunden und da schiebt man das Ding rein und dann kommt es drüben automatisch an der richtigen Stelle raus und da muss man eigentlich, was man abspannen muss, das wäre vielleicht wichtig zu sagen, ist einmal hier die Abside. Ja, das geht nicht anders, das muss. Und das gleiche auf der anderen Seite. Das ist hier jetzt nicht straff, das liegt daran, dass das Ding ganz leicht schräg steht und dann ist es immer schwierig, alle Seiten straff abzuspannen, wenn man eine Schrägstellung hat und ich möchte nicht zu sehr hier irgendwelche Drücke ausüben. Daher habe ich gedacht, ich lasse es da jetzt einfach mal ein bisschen locker. Das ist auch tatsächlich realistisch, dass man eher eine lockere Aufstellung macht, wenn man jetzt mit einem Zelt wie diesem im Walde zelten würde. Das ist natürlich dadurch, dass es so ein Kreuzgestänge hat, extrem windstabil. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Damit überlebt man sicherlich problemlos auch ordentliche Stürme in der freien Landschaft. Einen ordentlichen Sturm im Wald, da will man vielleicht gar nicht, dass sein Zelt den Sturm übersteht, wenn die Bäume drumherum es nicht tun. Drum, das darf man nicht vergessen, eine ultrafeste, super sturmstabile Abspannung des Zeltes im Wald ist einfach nicht, wegen Sturm wirklich nicht zielführend, kann aber natürlich von Interesse sein, wenn man eben die Belüftung im Zelt optimieren möchte, dann will man keine locker runterhängenden Flächen haben, sondern schön straff gespannt, also so wie das quasi bei der Wand hier direkt vor uns ist, nicht so wie es hier jetzt gerade ist. So, dann können wir von der Seite aus gleich schon das erste Detail erkennen. Hier geht der Zeltboden nicht bis nach unten. Das ist Absicht, nämlich das ist ein Lüfter. Idee ist, dass wenn der Wind kommt und hier jetzt über den Boden zieht, der dann von unten da reinwehen kann, weht dann durch das Zelt und kommt im Idealfall, Achtung, hier wieder raus oder eben entsprechend umgekehrt. Also diese beiden Seiten, die stellt man am besten so in Windrichtung, dass eben der Wind da rein und drüben raus oder umgekehrt, je nachdem aus welcher Richtung er kommt. Aber diese Öffnungen sind eben in Windrichtung aufzubauen. Damit kann man auch sehen, dieses Zelt, dadurch, dass das hier so hochgezogen ist, ist nicht als Winterzelt konzipiert, zumindest nicht von Hilleberg. Es wäre sicher bei leichtem Schnee problemlos einsetzbar, gar kein Thema. Aber wenn Hilleberg sagt, das Zelt ist wintertauglich, dann meinen die wirklich wintertauglich, also so richtig Winter, ja, also mit Schneesturm und allem, wo man dann hinterher das Zelt wieder ausgraben kann, nachdem es einem im Schnee versunken ist. Und dafür ist das tatsächlich nicht gedacht. Ein Zelt, das sich auch wirklich mit dem Schnee bedecken lässt und dann am Ende aussieht wie ein ganzer Iglu, wo dann noch ein halber Meter Schnee drauf liegt und solche Späße, das hat auch nochmal anderes Gestänge, nämlich viel dickeres Gestänge. Drum ist das also offiziell kein Winterzelt. So, aber jetzt nochmal. Was brauchen wir hier an Heringen? Das komplette Ding allein zum Stehen bringen geht ohne einen einzigen Hering. Was habe ich jetzt noch abgespannt?
Abspannband, hier einmal Abside, da einmal Abside und viermal diese Abspannschnüre hier. Das habe ich jetzt noch gemacht. Es sind meines Wissens, wie gesagt, 10 Heringe im Lieferumfang enthalten. Im Säckchen sind jetzt auch noch Heringe drin. Das heißt, man könnte hier jetzt noch mehr abspannen, vor allen Dingen natürlich die Punkte, wo das Zelt überhaupt mit den Ecken am Boden ankommt, weil da habe ich noch gar keine Heringe drin. Das ist jetzt hier aber für den Wald auch tatsächlich schlicht und ergreifend nicht notwendig und das lasse ich dementsprechend auch sein. So, und dann gucken wir doch mal rein, ne? Okay, bevor wir reingucken, noch ein paar Details zur Abspannung der Absiden. Da hätte ich mich jetzt wirklich schlau machen müssen, wie das vom Hersteller gedacht ist. Ich raff's nämlich nicht. Wir haben hier einmal diese Kordel, keine Ahnung, was die tut. Wir haben hier einen Ring, mit dem man das so notdürftig abspannen kann, wie ich es jetzt getan habe. Dann ist hier dieses rote Teil, keine Ahnung, wofür das da ist. Wahrscheinlich für die offizielle Zeltunterlage, obwohl, nee, ich glaube auch nicht. Dann gibt es hier nochmal so einen Ring, mit dem man es theoretisch abspannen könnte. Also hier habe ich wirklich tatsächlich keine Ahnung, was sich der Hersteller dabei gedacht hat. Es gibt bestimmt ein total tolles, ausgeklügeltes System, das ich jetzt in meiner Unbedarftheit gerade nicht raffe. Wäre natürlich nur ein kurzer Blick in die Gebrauchsanweisung gewesen. Aber ja, ich wollte ja angeben und es unbedingt ohne machen. Also da haben wir jetzt den Salat. Ja, und nach kurzer Recherche kenne ich jetzt auch meinen Fehler, die Strippe, die hier links vom Zeltende wegführt, mit der spannt man normalerweise ab und die ist halt eben locker bzw. flexibel am linken oder rechten Ring direkt am Ende des Reißverschlusses befestigbar, nämlich je nachdem, welche Seite vom Zelt man überhaupt hochkrempeln möchte, also als Tür aufmachen. Da kann man jetzt von uns aus gesehen die linke oder rechte Seite nehmen, hat dann eine große oder eine kleine Tür, je nachdem, wie man das haben will. Und damit man das eben variieren kann und die jeweils nicht hochgekrempelte Seite der Tür abspannen kann, ist eben dieser Riemen zum Abspannen flexibel angebracht. Und ja, das kann man dann recht schnell durchwechseln, wenn man das will, während das Zelt steht. Und ja, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich war zu blöd. Machen wir weiter. Was wir uns aber in jedem Fall noch angucken können, ist der Reißverschluss. Wie man sieht, da sieht man fast nichts und das ist auch gut so. Der ist nämlich hundertprozentig natürlich wasserdicht. Das heißt, der schließt ganz, ganz wunderbar und da geht dann auch kein Regen durch. Auch nicht bei Sturm, auch nicht bei peitschendem Regen. Das ist ein interessantes, modernes Feature. Das kenne ich von alten Hilleberg-Zelten noch anders. Übrigens, es sind gerade Kinder unterwegs im Walde. Deswegen die Geräuschkulisse. Kinder mit Hund und allem drum und dran. Egal. Jedenfalls, früher hätte man hier eine wasserdichte Leiste über den Reißverschluss drüber gelegt und die halt festgenäht, sodass man diese Leiste dann noch irgendwie da festkletten kann und so weiter. Und wenn es den Regen dann unter die Leiste drückt, dann wäre die Möglichkeit da gewesen, dass es ein kleines bisschen in den Reißverschluss tatsächlich dann auch ein bisschen Wasser durchkommt und dann tropft es halt 5 Tropfen in die Apsis. Wäre nicht so dramatisch. Aber inzwischen hat man tatsächlich einfach wasserdichte Reißverschlüsse genommen. Ich weiß nicht, wie viel Sturm und Regen die aushalten, aber wahrscheinlich eine ganze, ganze Menge. So, hier gibt es jetzt noch so einen Punkt, wo man vermutlich die Tür festmachen soll, wo man aber theoretisch auch noch eine zusätzliche Abspannleine sicherlich befestigen könnte, wenn man das dann wollen würde. So, wir machen mal auf. Und wie gesagt, ich habe das hier unten so ein bisschen zusammengestümpert, deswegen sieht das hier nicht ganz so schön aus, wie es wahrscheinlich sein sollte. Hoppada! Tada! Und auch hier drinnen sieht es jetzt erstmal nicht ganz so glatt und schön aus. Das liegt einfach auch wieder daran, dass hier entsprechend der Boden nicht ganz eben ist und dementsprechend es auch schwierig ist, das Zelt so richtig schön straff aufzustellen. So, ich gehe da mal rein und dann erzähle ich von innen ein bisschen was. Vorher noch ein kleiner Exkurs: von mittelpreisigen Zelten kennt man einen Versiegelungsstreifen auf der Zeltinnenseite, der dafür da ist, eben die Nähte abzudichten. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Zelt umdrehen würden, hätten wir auf der Innenseite eben einfach so einen Silikonstreifen, der quasi wie so ein Silikonkleber auf der Rückseite der Nähte klebt und Eindringen von Wasser ziemlich unmöglich macht. Das funktioniert auch sehr, sehr lange. Irgendwann kann diese Nahtversiegelung abgenutzt sein im Laufe der Zeit und dann müsste man eine neue draufschmieren. Bei Hilleberg-Zelten gibt es das nicht, weil die stattdessen die sehr teurere, also die viel teurere, aber langlebigere Variante zum Abdichten von Nähten verwenden, nämlich es wird erstens mal mit einem
aufquellenden Faden gearbeitet. Soll heißen, sobald der Faden in der Naht nass wird, quillt der Faden auf und verstopft sein eigenes Nahtloch. Und das nächste Problem, was man normalerweise hat, wenn man mit solchen aufquellenden Fäden arbeitet, ich habe da selber schon mal ein bisschen mit rumgenäht mit sowas zum Spaß, ist, dass die Nähmaschine bzw. die Nähnadel ja gerne mal heiß wird im Laufe des Nähvorgangs und wir hier mit sehr hitzeempfindlichem Material arbeiten. Das heißt, man schmilzt mit der Nadel, mal abgesehen vom Stechen des Lochs, schmilzt man dieses Loch auch noch ein wenig größer, als es notwendig wäre, dass der Faden bzw. das Garn durchpasst. Und Hilleberg hat hierfür spezielle Nähmaschinen, die eine Kühlung für die Nadel eingebaut haben, damit die Nadel eben nicht heiß wird beim Nähen, wodurch eben es hier wirklich sehr, sehr gut möglich ist, Löcher zu machen, die vom Faden selber wasserdicht verschlossen werden und das über beliebig lange Zeltlebensdauer. Da wird irgendwas anderes am Zelt kaputt gehen, bevor die Nähte undicht werden, zumindest nicht aufgrund des Fadens. Das ist, wie gesagt, ein sehr teures Verfahren und ist auch wieder so ein Grund, weshalb hier eben das Zelt ein bisschen teurer ist als bei der Konkurrenz, aber das ist auch eine sehr langlebige Methode, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Nur damit ich es gesagt habe. Ne? Und wer jetzt also Nahtversiegelungen in diesem Zelt sucht, wird eben keine finden, weil sie nicht notwendig sind. So, huhu, ich gehe mal hinten ins Eck, weil Platz hat hier ja genug. Wir sind im Zelt und ja, also ganz klar, definitiv für zwei Personen. Wie man vielleicht schon erahnen kann, Liegerichtung wäre so. Ne? Und ich bin 1,90 Meter. Ich habe jetzt zwar keine Isomatte, die nimmt natürlich noch ein bisschen Platz weg, aber der Besitzer ist übrigens genauso groß wie ich, wirklich ganz genauso groß wie ich. Das macht es einfach, Vergleiche anzustellen. Mit Hut habe ich hier ausgestreckt, wunderbar Platz. Und was ihr nicht sehen könnt, ich stoße auch mit den Zehen nirgendwo an. Weil, wie man hier im Kopfbereich vielleicht sehen kann, die Wände sind sehr steil. Das ist halt eben ein Vorteil dieser Konstruktion. Und sehr steile Wände heißt, die laufen nicht so flach zu, dass man da schon bestenfalls die Zehenspitze noch in die unterste Ecke gesteckt bekommt. Sondern wirklich, man kann auch mit einem großen, flachen Objekt wie mein Kopf bis kurz an die Wand, vor die Wand entsprechend gehen und hat hier also eine super Liegefläche. Für 1,90 Menschen sicherlich tipptopp. Ich würde sagen, 1,95 ist dann irgendwo die Grenze erreicht, wo man hier noch als zwei Personen quasi wirklich längs nebeneinander liegen kann. Wäre man noch größer, könnte man selbstverständlich diesen hier machen, ja, und einfach diagonal liegen und kriegt damit dann natürlich noch mal ein paar mehr Zentimeter Liegefläche. Ich würde sagen, das funktioniert dann auch für 2 Meter Menschen. Immer Isomatte noch ein bisschen mitgerechnet. Raumangebot fühlt sich toll an. Also so einfach so jetzt dieser Eindruck, wenn man hier drin liegt, wie viel Platz hat man denn hier? Großartig. Liegt einfach daran, dass der höchste Punkt der Decke aber auch wirklich sehr hoch ist. Natürlich ist es eine Kuppel, das heißt, abgesehen vom höchsten Punkt. Hier kann ich also wirklich bequem sitzen mit Hut. Geht das ganz gut. Ja, ihr seht mein Gesicht nicht mehr, macht nichts. Ich sitze hier trotzdem bequem mit Hut und zwar absolut aufrecht. Ja? Der höchste Punkt ist aber halt einfach nur ein Punkt. Bei einem Tunnelzelt hat man diesen höchsten Punkt halt eben durchgehend über den höchsten Punkt des Tunnels sozusagen. Aber der eine höchste Punkt ist halt eben sehr hoch. Das heißt, als Ein-Personen-Zelt problemlos sitzen möglich, dann sitzt er halt in der Mitte, ist ja keine Schwierigkeit. Und als Zwei-Personen-Zelt kann auf jeden Fall einer in der Mitte sehr schön sitzen. Und wenn beide Insassen nicht so groß sind, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich hierhin bewegen würde, ja, und hier aufrecht sitzen wollen würde, dann fehlen mir ja, 20 Zentimeter, die da nicht mehr da sind. Aber ja, so ist es dann halt eben. Es gibt jeweils an extra Ausstattung im Inneren im Grunde bloß auf dieser Seite zwei, ja, ist mal Handkamera. So, herzlich willkommen im Inneren. Hier haben wir einmal ein kleines Seitentäschlein, ein Netztäschlein, wo man Zeug unterbringen kann. Hier haben wir ein zweites kleines Netztäschlein, wo man Zeug unterbringen kann. Wir haben an der Decke in der Mitte eine Schlaufe zum Zeug dranhängen. Hier noch eine, da noch eine. Also es sind 5, ja, um es kurz zu machen. So, dann gucken wir uns doch mal hier das Türchen an und machen da mal zu.
Hui, zack. Also, zunächst mal im geschlossenen Zustand kann man beliebig an beliebigen Ort beide Reißverschlüsse deponieren. Das heißt, man will die vielleicht nicht unbedingt zwingend da hinten haben und hätte Spaß dran, wenn sie woanders sind, dann macht man sie halt woanders hin. Es ist also ein Doppelreißverschluss. Es gibt auch Hilleberg-Modelle, wo man auf den Doppelreißverschluss verzichtet hat, um Gewicht zu sparen. Ist hier nicht der Fall. So, und das Mückennetz als solches ist extrem feinmaschig, also wirklich eins der feinmaschigsten Mückennetze, die ich bisher so je gesehen habe. Ich kenne kein einziges blutsaugendes Tier, was da durchkommen würde, also wirklich chancenlos. Tipptopp. Verarbeitung, Nähte, das brauche ich euch gar nicht zeigen, das ist ein Hilleberg-Zelt, das ist alles großartig, alles, was ich mir jetzt bisher angeguckt habe. Interessant wäre vielleicht noch die Bodenwanne, ja? Also die geht ungefähr so hoch wie jetzt hier, wenn das Ding perfekt abgespannt wäre, hätten wir eine etwa so hohe Bodenwanne, das kann man auch wunderbar da drüben sehen. Die ist natürlich dafür da, dass sollte man hier irgendwo sein Zelt aufgestellt haben, an einem Bereich, wo ein bisschen tatsächlich Wasser vorbeifließt, unter dem Zelt vorbeifließt, dann hat man natürlich das Problem, dass einem außen die Apsiden halt dann der Boden nass wird, aber unterm Zelt kann das Wasser vorbeifließen. Die Wassersäule von dem Zeltboden ist extrem hoch, das heißt, da geht auch kein Wasser durch, selbst wenn es unten drunter fließend Wasser hat und kann halt auch nicht oben reinfließen, eben weil die Bodenwanne so schön hochgezogen ist. Das nächste ist, das Zelt hat bis auf eben die Mückennetztüren überall dieses gelbe Material. Dieses gelbe Material ist erwähnenswert, weil das ist stark wasserabweisend und vollständig winddicht. Die Idee ist also folgende. Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass die Belüftungsvorrichtung quasi sich da vorne befindet. Die können wir nicht sehen, aber die ist da. Und hinter mir auf der anderen Seite ist ebenfalls nochmal eine. So, die Idee ist jetzt kommt die Luft hier rein. Das gelbe Material ist aber winddicht. Das heißt, die Luft steigt hier hoch, geht hier oben drüber, nimmt den ganzen Weg am Außenzelt entlang eben entsprechend die Feuchtigkeit mit und hui, kommt dann hier wieder runter, was jetzt ein bisschen bekloppt aussieht, aber so ist es. Und das ist also so die Idee von der Konstruktion der Lüfter her. Deswegen gibt es im oberen Zeltbereich, was bei den allermeisten Zelten irgendwo der Fall ist, überhaupt keine zusätzlichen Lüftungsvorrichtungen mehr. Aber wir haben ja zwei Türen. Also die Apsis auf dieser Seite sieht nämlich ganz genauso aus wie die Apsis auf der anderen Seite. Und wenn wir wissen, es regnet gerade nicht arg oder wir wissen, der Regen kommt von da, dann können wir problemlos eben einfach hier auf der Seite das Ding ein ganzes Stück aufmachen und haben dann eine wunderbare Ventilation, können die Tür auch hochwickeln oder sonst wie. Und wie man zum Beispiel hier sehen kann, man kann auch beide Seiten der Türen hochwickeln. Ja? Also wenn ich jetzt die andere Seite gar nicht abspanne oder mit einer Strippe oder sonst wie abspanne, dann kann ich auch diese Seite der Tür in die Richtung hochwickeln. Ich spare mir das jetzt. Aber dann habe ich dann eine riesen Fläche, wo halt eben auch Luft direkt durchs Zelt ziehen kann. Und auch wird. Ja, das ist also jetzt auch ein Thema der Gewichtsersparnis. Wir können das Mückennetz, durch das wir gerade durchgucken, so eben nicht zumachen. Das heißt, wir kriegen hier keinen komplett winddichten Innenraum, in dem wir sozusagen drinnen sind, hin. Und dementsprechend wird es hier drin auch nicht allzu viel wärmer werden als im Außenzelt sozusagen. Ja, also es ist ein Sommer, für den Sommer konzipiertes Zelt, ein Zelt für gute Belüftung konzipiert und nicht dafür gedacht, dich besonders warm zu halten, weil dafür fehlt eben hier das Türchen zum Zumachen. Ah ja, ein wichtiges Detail für Leute, die das Ding zu zweit nutzen wollen. Das heißt, hier liegt jemand, da liegt jemand. Das ist ein Riesenvorteil bei solchen Zelten, die Außenwand senkrecht haben. Ja, riesen Vorteil. Weil zum Beispiel bei meinem Tunnelzelt, also dem Abisko Light 2 von Fjällräven, da ist das Problem, dass wir hier halt eben einen Tunnel drüber haben. Ja, und so, tun wir mal so, als hätte ich jetzt gerade keinen Platz im Zelt und würde hier jetzt wirklich an die Wand gedrängt werden, weil hier drüben irgendwas ist, was Platz braucht. So, aber wie man sehen kann, ich liege hier jetzt eben maximal an der Wand und habe hier drüben noch 2/3 vom Zeltboden. Also auch jemand wie ich, und so klein bin ich jetzt nicht und so schmal auch nicht,
Ich passe hier, also zwei von meiner Sorte würden hier schon wirklich bequem nebeneinander passen, ohne sich allzu sehr auf den Keks zu gehen. Das funktioniert definitiv. So, aber angenommen, es ist jetzt super eng und ich schmieg mich hier an die Zeltwand und strecke jetzt ein Knie aus. Ja, dann drücke ich hier schlimmstenfalls das Mückennetz ein Stückchen raus, aber ich berühre nicht, das kann man jetzt perspektivisch nicht sehen, nicht das Außenzelt. Das heißt, da kann nichts nass werden. Selbst wenn das Außenzelt jetzt klatschnass ist, dann mache ich trotzdem diese Bewegung und das Innenzelt wird nicht nass, weil es mit dem Außenzelt keine Berührung hat. Gleiches gilt für, wenn ich mich jetzt hier so diesen hier mache, ebenfalls keine Berührung vom Außenzelt. Es ist schlicht nicht möglich, dass man das Innenzelt mit dem Außenzelt in Berührung bringt durch Bewegung im Zelt. Eine Ausnahme gibt es, wenn ich jetzt super lang wäre und hier mit dem Fuß da jetzt massiv dagegen kicken würde, was aber auch nicht geht, weil so lang bin ich nicht. Ja? Also, tolles Zeltdesign für große Leute, die dazu neigen, auch mal gerne gegen die Zeltwand zu stoßen. Und bei meinem nächsten Zelt, das ich mir kaufen werde, werde ich auf jeden Fall auch eins nehmen, das diese Form der Liegerichtung hat, weil dieses Tunnelzeltsystem eben mit dem dauernd an die Wand stoßen und dann ist das Innenzelt nass. Das geht mir inzwischen ein bisschen auf den Keks. So, dann ein paar abschließende Gedanken. Also der Besitzer ist sehr, sehr glücklich und zufrieden damit. Der stellt fest, dass es halt dann tatsächlich, allerdings auch mit einem nicht sehr dicken Schlafsack unterwegs, so bis 10 Grad alles tipptopp in dem Ding ist, ganz, ganz super kuschelig und alles, und unter 10 Grad dann halt anfängt ein bisschen kühl zu werden. Das kann man selbstverständlich mit einem anderen Schlafsack noch ein wenig kompensieren. So, Kondenswasser, wirklich viel hatte er wohl in 2 Nächten von 6 Wochen. Das ist erstaunlich gut, hätte ich gar nicht erwartet, wenn man bedenkt, dass die Lüftung bloß aus diesem Schlitz und dem auf der anderen Seite besteht. Und ja gut, klar, mit Türen offen lassen kann man dann auch noch ein bisschen Zusatzbelüftung schaffen und ich denke, die ist dann auch sehr, sehr ausgeprägt, gerade wenn man dann viel Tür offen lässt, solange es nicht regnet. Wenn es regnet, kriegt man das im Zelt ja auch schnell mit. Das klopft dann ja so schön auf die Decke und dann kann man schnell auch noch mal irgendwas dazu machen, insbesondere da man ja, wenn man als Alleinreisender in so einem Zelt unterwegs ist, sich ja auch einen Großteil seines Equipments auf der einen Seite unterkriegen kann, sodass die andere Seite dann nicht so wassergefährdet ist, sollte man eben zu spät oder recht spät dann den Deckel zumachen. Freistehend zu sein ist natürlich ein großer, großer Vorteil. Das hat davon abgesehen, dass man sich den Platz auch noch sozusagen aussuchen kann, nachdem man es aufgebaut hat. Und wenn irgendwo eine böse Wurzel im Rücken drückt, dann steigst du halt aus, machst die Schnüre ab. Ja, und stellst das Ding 3 cm weiter nach drüben oder 30 oder 1 Meter oder 20, ist ja scheißegal. Der andere große Vorteil ist halt eben, ist es nass vom Regen noch am Morgen und man will weiter, dann nimmst du das Zelt, hebst es hoch, drehst es auf den Kopf und schüttelst es ein bisschen, damit einfach die Regentropfen vom Material abfallen und kannst dann sehr einfach mit geringem Zeitaufwand dein Zelt deutlich trockener kriegen. Gleiches Prinzip, du möchtest gerne die Innenseite trocken kriegen, die von Kondenswasser nass ist. Auch dann kannst du schütteln, dann ist die Innenseite sehr schnell wieder trocken. Das Dumme ist, dann ist dein Innenzelt natürlich auch nass. Alternativ kann man vorher das Innenzelt selbstverständlich abbauen bzw. aushängen und in dem Fall oder zumindest Teil aushängen kann man dann ein Stückchen vom Wasser, was dann von der Decke fällt, wenn man das Zelt schüttet, ja, möglicherweise auch wegbekommen, ohne gleich sein Innenzelt allzu nass zu machen oder zumindest nicht das ganze Innenzelt. Aber das sind dann so Details, die ich wirklich nur so richtig bemerken oder ja, beurteilen könnte, wenn ich damit eine Weile unterwegs gewesen wäre, was ich ja ausdrücklich nicht bin. Aber so vom Ersteindruck, ach, großartig. Ja. Und auch der Aufbau geht wirklich super einfach und total intuitiv. Wenn man es einmal aufgebaut hat, das zweite Mal geht dann schon sicher rucki-zucki. Und gerade auch für eine Zweibogenkonstruktion in dieser Art und Weise erstaunlich schnell vonstatten. Also insgesamt selbstverständlich ein ganz, ganz großartiges Zelt, habe ich überhaupt Kritikpunkte, gibt es nicht. Was soll man an einem Hilleberg-Zelt auszusetzen haben? Es kann vielleicht sein, dass die Form jetzt dem persönlichen Geschmack nicht unbedingt entspricht, aber ja, dann nimmt man halt ein anderes Hilleberg-Zelt, wenn es daran scheitern sollte. Die haben recht viel im Angebot, ne? Also wirklich, ich bin begeistert. Dann noch an dieser Stelle vielen herzlichen Dank eben fürs kurz mal ausleihen zum Zeigen. Hat mir großen Spaß gemacht, mir das mal anzugucken. Und an alle anderen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ja, macht's gut.